Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Trophäen-Guide bzw. Platin-Guide. Diesmal ein bisschen was aufwendiger, also nicht in ein paar Sekunden, sondern wir brauchen so um die 5 Minuten, das werden wir gleich gucken. Und zwar geht es um Roadbuster, Roadbustle oder so. So, und hier seht ihr schon, es sind insgesamt 22 Trophäen. Und ich habe Platin, das habe ich in einem Stream gemacht. Das Spiel kostet momentan im Store 99 Cent. Und dass das auch funktioniert, werde ich euch auch zeigen. Indem wir das jetzt einfach mal auf einem anderen Profil nochmal spielen werden. Ich habe leider den Namen vergessen von demjenigen, der mir das empfohlen hat. Da erstmal noch ein fettes Dankeschön. Aber ich werde den Namen in die Beschreibung schreiben, soweit ich weiß, wieder wer das gesagt hat oder wenn derjenige unter dem Video kommentiert. So, und zwar, wir können jetzt hier nicht großartig was machen. Für Option press, also ich spiele es auf der PS5. Also Option hat es nicht wirklich, es ist ziemlich laut. Und das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen hier über die Straße gehen, so wie bei Rock. So, da sind schon die ersten 1000. Hier haben wir dann zum Beispiel ein Board, was wir nehmen können. So, 2000. Hoppala, der war schon tot. Wir haben schon 3000 Punkte. Und selbst wenn ihr hier mal wieder sterbt, das macht überhaupt nichts. Zählt halt am Stück weiter. Es ist halt auch möglich, das dann eben Durchlauf zu machen. Wenn man es schaffen sollte. 16.000 Punkte waren, was man am Stück kriegen musste. Im Stream war bei mir so ein bisschen verbuggt. Ich hatte die 16.000 Punkte. Aber ich konnte, ich habe 12.000 Punkte gekriegt. Und ich habe die 13.000 Punkte gekriegt, aber nicht die für 12.500, warum auch immer. Rausgehen, Spiel schließen. Braucht halt, wie gesagt, wenn ihr jetzt am Stück vorankommt, ja, wir haben Platin. Alle Trophäen da. Platin.
Und ich weiß jetzt nicht, wie lange haben wir jetzt gespielt? Ein paar Minütchen? 3, 4 Minuten? Und es ist überhaupt kein Problem, da so schnell Platin zu machen. Ist so wie bei Mario, vielleicht sogar noch schneller als Mario und man muss nicht Button-Smashing machen und dann tut der Daumen weh und so. Einfach nur. Den Link werde ich euch natürlich in die Videobeschreibung packen vom Spiel. Kostet, wie gesagt, ich glaube, ich habe 99 Cent bezahlt im PSN Store. Ist für die PS4, steht ja da. Könnt ihr auch auf der PS5 spielen, habt ihr gesehen. Ich spiele auf der PS5. Seht ihr auch am Menü. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit wieder ein bisschen helfen. Wenn ich das nächste Mal wieder so ein schönes Spiel habe, wo man schnell Platin machen kann, sage ich euch natürlich wieder Bescheid und zeige euch das. Ich bin jetzt erstmal wieder weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, ahoi. Der Odin.